Oh Mann, Leute, ich musste, weil mein Emulator ja im letzten Part letztendlich abgekackt ist, musste ich den ganzen Part, den ihr gesehen habt, nochmal offscreen nachspielen. Aber naja, das ist ja, war ja kein Problem. Wir sind jetzt hier ganz genau wieder am Brunnen. Und wie ihr seht, ist doch immer noch das Wasser drin. Aber das ist kein Problem. Denn wir haben ja das Lied des Sturms. Und damit können wir das Wasser dort drin entfernen. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, als ich das Wasser irgendwie gesehen habe. Weiß ich nicht. Also, ja. Wir haben das Lied der Stürme, ja. Und das müssen wir hier nochmal mit dem Typen spielen. Da wir es ja nur als Erwachsener gelernt haben. Also im Prinzip ist das passiert, als wir noch jung waren. Aber wir haben das in Wirklichkeit gar nicht gemacht. Ich will mal mit ihm reden. Oh, ich mag es, im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen. Das macht riesen Spaß. Ich liebe diese Musik, ja. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal gelesen. Da 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 da. So, dafür hasst er uns jetzt, dass wir diese Hymne des Sturms spielen. Und jetzt wird das alles hier ganz schön schnell. Oh, die geht ja richtig ab. Und was jetzt mit dem Wasser passiert? Adieu. Und da sinkt das Wasser. Schon geil gemacht. Und was sagt er jetzt? Das ist eine sehr schöne Melodie. Huch, jetzt geht es aber doch zu schnell. Ja, und so schnell ging es ja dann die ganze Zeit, glaube ich, irgendwie locker. Nicht in der Period of Time. Zu mehr. Ich meine, als Erwachsener. Aber auch als wir erst das Lied gelernt haben. So, da machen wir erstmal einen riesen Jump da rein. Hoppala, doch nicht. Schade. Peppa! Ja, scheiße. Und als junger Link ist hier diese Metallwand noch nicht vor. Weil Impa hat erst den Schattendämon hier. Ob der jetzt noch hier drin ist? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall treffen wir natürlich nicht auf ihn. So. Und Leute, hier drin kann man bestimmt schon an der Musik erkennen. Das ist kein Spaß hier unten. Lasst bitte wissen. Kann ich euch schon mal sagen. Also, Leute, das ist hier nichts für schwache Nerven. Ah, zack! Aber es muss ja auch mal was Gruseliges wieder reinkommen, nicht wahr? Weil bisher immer nur nuschig hier. Oh Mann. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Oh, wir konnten ja durch die Wand gehen. Und das Auge der Wahrheit kennen wir aus Majora's Mask schon. Da haben wir den Gegenstand ja schon, haben wir ja relativ früh bekommen. Und hier ist wirklich alles noch voller Wasser. Im Prinzip so eine Kanalisation, aber leider ist ja auch im Brunnen. Und aufpassen, hier kommt gleich ein riesiger Totenkopf vorbeigeflogen, der blau leuchtet. Oder, okay, grün. Oh, fuck, man. Können wir dich auch stoppen? What? Dort ist eine grüne Knochenfratze. Greife an, so wie das grüne Feuer verschwunden ist. Knochenfratze. Auch geil. Das Lustige ist, hier verläuft man sich dort. Also von daher dauert das jetzt ein bisschen, bis wir hier fertig sind. Auf jeden Fall tauche ich hier erstmal unter. Oh, das ist eine Truhe unter Wasser. Und wir können auch wegen der Goldschuppe jetzt auch als Yoga-Link so tief tauchen. Das ist schön. Ah, hier gibt es ein paar mehr Türen. Von daher wird das jetzt erstmal ein bisschen dauern. Hoppala. Oh nein. Oh nein. Nicht der Raum. Die Mumien. Oh nee. Ihr Mistviecher. Moment. Okay, der Boomerang hat nichts genützt. Ihr wisst ganz genau, was ich jetzt vorhabe, nicht wahr? Down. Du Mistvieh, Digga. Scheiße. Aber das ist auch nur der erste Sarg. Erster Sarg. Oh oh. Ja. Jetzt geht das nämlich auf und dann kommt Fledermäuse raus. Naja. Attack!
Mit einem Schwertieb seid ihr beide down. Naja, ich werde erstmal das Schild wechseln, da wir uns dann hinhocken können und hoppala. Ich wollte eigentlich nicht nochmal starten. So. Oh, und was ist da drin? Wehe, da ist ein Zombie drin. Und nee, das sind ja jetzt richtige Mumien. Jetzt ist es richtig Mumien zu sagen. Und da ist, glaube ich, eine Mumie drin. Nee, da ist gar nichts drin. Hey, nice. Oh, oh. Ich glaube, am Ende kriegt man dafür einen Schlüssel. Also, ihr seht, dass es geht hier richtig gruselig her. Aber das muss auch mal sein. Oh, das ist jetzt ein Zombie drin, oder? Nee, fleerweise. Dachte, die gibt Staub, aber okay. Hey, ihr seht, ich kann es kaum abwarten, den nächsten Zombie den Dekostab auf den Kopf zu hauen, dass der umkippt. Naja. Und ist da, also sicherlich kommt da noch einer raus. Ist da jetzt einer? Ja. Oh ne, der schwebt ja sogar. Moment. Ah! Oh, du Mistwichser. Nein. Du wirst uns ganz sicherlich nicht angreifen. Zack. Friss das Mistgeburt. Ha, wer ist jetzt hier der Geilere? Hä, wer ist der Geilere? Sind da noch welche drin? Komm, gleich der nächste Zombie. Ich will gleich den nächsten drauf. Oh, ne. Ah, jetzt sag ich Zombie, ehrlich mal. Vorher habe ich immer Mumie gesagt, wo es dann immer falsch war. Und jetzt ist, sag ich mal Zombie, wenn es wirklich Mumien sind. Und warum kommt hier jetzt kein Schlüssel? Hä? Da war, glaube ich, irgendwo in einem, Aloha! Tada, kleine Schlüssel. Dann hätten wir den schon mal. Hepper. So. Ob es hier eine Karte drin gibt, weiß ich nicht. Ich hoffe es jedenfalls, weil ich mich hier sehr schnell drin verlaufe. Also ich finde das hier Brunnen echt immer geil. Also die Brunnenstelle hierfür mag ich richtig gern. So, das wird hier, es dauert nämlich noch ein bisschen. Also, das ist nicht so schnell vorbei. Das ist fast ein Tempel, den wir als junger Link hier nochmal machen müssen. Ey, du Mistviech, ey. Und wir müssen auch immer Ausschau halten, weil wir immer durch, seht ihr, durch Wände gehen kann. Naja, egal, gehen wir hier erstmal noch nicht längs. Kann man hier irgendwo durch? Nö. Oh, eine Spille. Hallo. Hey! So, jetzt renne ich um, Mann. Und tschüss! Nice. So, das bockt doch mal richtig. Diese Mauer, hier heißt es Gefahr von oben. Ah ja, Skulptur. Kann man hier noch irgendwie durch? Nö. Oh! Oh, du Mistviech, ey. Habe ich mich beinahe erschrocken. Oh, fuck! Oh nein. Jetzt sind wir unten gelandet. Jetzt habe ich hier eine Bombe und müssen uns erstmal den Weg freisprengen. Peppa! So. Und Leute, hier hört man auch schon wieder rumgekreischen. Aber das sind dieses Mal wirkliche Zombies. Moment. Weg mit der Bombe, die brauche ich nicht. Oh, da sind auch schon alle. Auch geil. Komm her! Bäm! 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 Ja, du bist Vieh. Oh man, kann's gar nichts. Silberrubine. Die müssen wir einsammeln. Aua. In der Grütze sollten wir wohl besser nicht rumlaufen. Hier sind ja ein paar mehr Wege, die man wegsprengen kann. Einen Moment. Da zücken wir mal die Bonbons. So. Flop. Hoppala, jetzt ist Winter gelandet. Ey, Leute. Kettenreaktion? What the fuck? Moment. Von hier kann man auch runterfallen. Seht ihr? Also es gibt nicht nur eine Stelle, wie man hier runterkommt. Upsi, das wollte ich eigentlich nicht, aber vielleicht können wir auf diese Art, Bomben sparen. Nein, können wir nicht. Weg damit. Du explodierst mir zu schnell. Epa. So. Zersplattert das jetzt? Nee. Och Mann, scheiße. So, jetzt aber. Pepper! Ah! Hier müssen wir anscheinend denken. Na? Bist du ein kleiner Emo? Hast keine Freunde? Bist dumm und hässlich? Digga, hör auf, mir eine Rückmassage zu verpassen oder was auch immer du da machst.
Der zieht nicht wirklich über ein halbes Herz, oder? Das ist ja krank. Ah, so, gucken wir erstmal rein. Zack. Hüppa. Und was ist da drin? Die Karte. Jawohl. Nice. Das ist doch schon mal schön. Upala, das wollte ich nicht. Ich will meine Deko-Sterne wieder haben. Denn damit kann man so schönes anstellen. Hier war doch irgendwo noch so ein Gang, den man wegsprengen konnte, oder? Oder war das schon alles? Oder war das schon alles? Sind wir von hier gekommen? Hä? Hä? Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Hier sind wir, waren wir, glaube ich, noch nicht. So, sogar die Krüge sind als in die Form eines Pfeiles geformt. Das war auch cool. Ja, hier ist auf jeden, sind auf jeden Fall Herze drin. Oh, Dekostäbe. Das brauche ich alles. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Und hauen erstmal von diesem Ort hier ab. Und hier bei den Gruftis. Und hier kriegen wir noch einen weiteren Silberrubin und... Upala, das wollte ich jetzt nicht. Sondern ich wollte nur mal schauen. Denn dort sind... Oh, das sind ja nur blaue Rubine. Okay. Und wozu dienen dann die ganzen Silberrubine? Keine Ahnung. Mal gucken, wo wir denn jetzt hinkommen. Aber oh, der ist jetzt schon... Ah! Damit hätten wir alles. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich Rubine geben, aber naja, kann ja noch egal sein. Wir haben ja sowieso die ganze Zeit immer 200 dabei. Hallo. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüsterten mir zu, suche nach dem Auge der Wahrheit. Oh ja, du, dein Auge der Wahrheit, ey. Ich geb dir gleich Wahrheit. Oh. Aha. Ja, jetzt ist nur noch doof. Wo befinden wir uns? Ich schätze mal unten links. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah! Scheiße. Hey! Hier ist ja eine. Wollte schon sagen, eine Truhe, aber das ist ja eine Tür. Oh, scheiße, wir fahren von oben. Du bist viel, ey. Die hau ich jetzt auch erstmal eine Reihe. Dann halt nicht. So, da an der Stelle sind wir runtergefallen und hier wird uns gesagt, dass wir hier längs können, aber hier müssen wir zu was machen. Und was genau sehen wir an dem Zelda, an dem Triforce hier lesen. Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Da, 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 da. Und mit dem Zelda Wiegenlied können wir hier das Wasser ablassen. Aha. So, da, da. Und jetzt? An der Stelle kann man sich gut zerstören. Das ist ja billig. Naja, egal. Naja, auf jeden Fall haben wir hier erstmal das mit dem Wasser getan. Und gucken erstmal, ob man hier jetzt irgendwie längs kann. Ah! Aber an dem Raum muss man ehrlich aufpassen. Da sind so viele Löcher. Ey, du bist die, ey. Aha, da habe ich dich im rechten Zeitpunkt bekommen. So. Oh, scheiße. Oh nein, wir sind schon wieder runtergefallen. Das gibt es doch nicht. Und die sind natürlich alle schon leer. Etwa, naja. Was ich aber ausprobieren muss, ist so dem Zombie so einen Krug an den Kopf schmeißen. Was dann passiert. Ah, das können wir jetzt sogar ausprobieren. So, du Mistviech. Komm mal her. Flieg und Sieg! Oh mein Gott, das muss richtig Kopfschmerzen bereiten, ey. Das sah ja mal geil aus. Flieg und Sieg. Schon cool. Ja, ja, das Spiel bereitet schon Freude, wenn man den Zombies einen auf den Kopf hauen kann. Naja, wie dem auch sei. Wir gucken jetzt erstmal, wo wir noch alles längs können. Wir müssen erstmal die rechte Seite abklappern. Und wo wir dann genau auch mit dem Schlüssel überhaupt hin müssen. Oh ja. Die Tür ist wieder zu. Pepper. So, jetzt gehen wir aber erstmal auf die andere Seite. Wobei wir auch hier jetzt schon längs können. Aber das habe ich jetzt. Da habe ich jetzt noch keine Böcke zu. Wir könnten jetzt auch da gleich durch die Mitte gehen eigentlich, aber. Naja, das wär's. Oh. Aha! Und damit öffnen wir erstmal und die Truhe und haben einen zweiten Schlüssel. Das ist doch mal schön.
Okay, da ist nix. Hä? Achso, da ist die Skulptur. Achso, alles klar. Okay. Okay, okay, okay. Und da höre ich dieses Mistvieh, was eine die, das Equipment stiehlt. Aber, oh, wir können sogar doch von der Seite aufschließen. Ja, du Mistvieh, Digga, du kannst uns nichts. Und da sind wir eine Skulptur. Und die holen wir uns auch noch, aber erstmal gehen wir hier längst. Nein, doch nicht. Das lassen wir mal ruhig nach. Da fallen wir sonst doch irgendwie wieder oder runden in den Graben. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist nichts, okay. Ja, ohne dem Auge der Wahrheit, das ist ein bisschen doof. Sind wir hier nicht irgendwie vorgekommen? Nee. Das bedeutet, hier können wir kriechen. Hier waren wir noch nicht. Also schauen wir mal, was es hier alles zu entdecken. Ah! Hier müssen wir längs. Dann öffnen wir mal die Tür und schauen mal nach, was es da zu entdecken gibt. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Ah, ihr wollt mich doch verarschen. Oh Mann. Naja, jetzt habe ich ehrlich... Oh. Was passiert, wenn man einen Zombie eine Bombe an den Kopf wirft? Probieren wir es aus. Komm mal her. Oh, schnell beeil dich, Bombe. Kein Schaden. Ich werde verrückt. Ach, komm hier. Hoppala. Moment. Nein. Ach, ich bin einfach. Nein. Jetzt hau ich dir einen den Stab an den Kopf. Jetzt hast du mit Rosin gehandelt. Wir sind noch im Sprung. Oh nein. Du Mistviech. Ich glaub's ja wohl nicht. Und da haben wir ihn wieder getroffen und war noch im Wirbel. Du Mistvieh, ey, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Jetzt mag ich dich nicht mehr. Okay, das hat man dann wohl gehört im Hintergrund. Naja, es kann jetzt nochmal eben kurz weitergehen. Aber, naja, okay, eigentlich doch nicht, da wir jetzt an dieser Stelle den Part beenden. Ja, wir haben ja schon mal das Wasser jetzt abgelassen und können dadurch jetzt von Anfang an... also jetzt meine ich hier von dem Brunnenanfang, können wir jetzt zum Auge der Wahrheit und dann sollte das hier alles ein bisschen einfacher gehen. Gut, bis dann Leute, ciao!